Mette Marit von Norwegen und ihr Ehemann Kronprinz Haakon sind schon über 20 Jahre ein Paar und noch immer glücklich. Doch es gab durchaus auch andere Zeiten. Die Anfangszeit dieser Liebe war mehr als stürmisch. Eine bürgerliche mit Kind und dann auch noch mit einer Partyvergangenheit. Für viele Norweger war Mette nicht die richtige Frau an der Seite ihres zukünftigen Königs. Obwohl sich die norwegische Königsfamilie hinter Mette Marit stellte, wurde der Druck kurz vor der Hochzeit im Jahr 2001 einfach zu viel. Wie die 49-Jährige in einem Interview erzählte, beschloss das heutige Traumpaar, die Beziehung für eine Weile zu beenden. Gut fühlte sich Mette mit der Entscheidung nicht. So gestand sie: "Ich bin im Regen durch die Straßen von Oslo gelaufen und habe geweint und geweint." Glücklicherweise fand das Paar trotz der Kritik wieder zueinander. Mittlerweile ist Mette Marit auch bei der norwegischen Bevölkerung sehr beliebt.